Alter, mit den Beinen kannst du das nicht tragen. Doch, das kannst du. Das kannst du. Nee, das geht nicht. Du siehst so scheiße aus. Aber jetzt mal ganz erworben. Bevor wir die Sendung anfangen, meine Damen und Herren, mal ganz ehrlich, wer von uns beiden sieht beschissener aus? Was? Hast? Guck mal hier. Hast du schon mal einen richtigen Österreicher gesehen? Also ich würde mal sagen, alle, die glauben, dass Johann schlimmer aussieht als ich, jetzt klatschen. Lecker, schön, dass ihr da seid, so Horst. Und erstmal herzlich willkommen, Ruth, grüß dich. Hallo, Ruth, mein Deutschen. Ja, ist klar, ist klar. Hallo. Servus, Leute, ich wollte es hallo. Ja. So. Hallo. Ich muss sagen, Johann, dafür, dass ich deine alte Hose auftragen muss, habe ich hier den Lottogewinn gemacht, ne? Ich wünsche euch zwei viel Spaß, ne? Und tschüss dann, wir sind dann. Ja, komm, wir ziehen das durch. Also, lieber Francis, weißt du. Wir beide kochen heute bayerisch. Ja. Und du magst ein Weißbier-Parfait, also ein Eis, halbgefrorenes, mit Hopfen-Karamell-Krokant. Super. Ja. Ja. Und du? Was machst du? Und ich mache eine schöne Schweinshaxe und die schön geschmort mit Ingwer, also ein bisschen asiatisch, und dazu Knödel. Mmh. Ja? So, sauber. Auf geht's. Auf geht's. Und ob der Horst heute überhaupt kochen kann bei dieser Frau oder an der Seite dieser Frau, das mag ich zu bezweifeln. Wir haben die Knödel wenigstens schon. Du, aber. Siehst du, wir haben schon Knödel. Ne? Ja. Ja. Meine Damen und Herren, natürlich werden wir auch kochen, auch wenn Oktoberfest ein ganz, ganz tolles Fest ist. Jetzt ein kleiner Aufruf von meiner Seite. Können Sie das wirklich ertragen, dass ich mit aufgetragenen Hosen vom Herrn Lafer rumlaufen muss? Ist da nicht irgendwo noch ein kleiner Hirsch, der bereit wäre, mir seine Haut zu spenden für etwas, was mir passt? So, liebe Ruth, du wirst natürlich auch kochen. Ich freu mich. Und zwar typisch, muss ja sein, Aschwammerlsuppen. Ist das so richtig? Aschwammerlsuppen. Ist das so richtig ausgesprochen? Ja, richtig aussprechen kann man das ja nur nach zweimal Bier, aber... Dann sollten wir Bier trinken. Kennst du den klassischen Bayerisch-Test? Das klassische Wort, das man aussprechen können muss, wenn man Bayerisch sprechen möchte? Nein. Och, Katzalschwarf. Übersetzt, er sagt mir, was auf Deutsch heißt, ja? Ja. Eich. Was soll das denn? Eichkätzchenschweif heißt auf Bayerisch wie? Orschkotzen. Nicht Orsch. Das heißt was anderes. Wir probieren das nochmal, weil ich will ja auch noch kochen. Und zwar habe ich mir überlegt, werde ich schöne Krautwickeln machen. Und ich glaube, Krautwickeln heißen bei uns ein bisschen anders. Aber ich denke mal, die sind in Bayern genauso lecker wie bei uns. Aber sowas. Ja, aber sowas. Und jetzt fängst du mal ganz vorsichtig mit deinem Süppchen an. Ja. Ja? Du meinst Schalotten, schön anschwitzen und so weiter und so fort. Sag mal, aber gut, eine Frage habe ich. Erstmal ordentlich Butter rein, ne? Was denn? Das kann nichts schaden, aber von wem hast du das? Von... Das macht doch heute keiner mehr. Heutzutage achtet man auf die Figur. Das ist ein wahnsinnig gut aussehender Fernsehkoch. Mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Der hat so Haare im Gesicht und trägt heute so eine komische Hose. Ich muss allerdings, also ich meine, du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber der Johann hat einfach super Waden in der Hose. Sieht wirklich scharf aus. Ja, das stimmt. Ja. Aber die sind auch aus Silikon. Hallo? Hallo? Okay. Und Johann steht dazu. Ja, genau, alles rein. So, so gut, jetzt habe ich eine Frage. Mit diesem Dirndl siehst du bezaubernd aus. Ja, das ist kein Die Frisur Dirndl. Ist wirklich eine Sensation. Ja, ich dachte, ich mache dir die nachher noch ins Bärtchen. Schatzi, es wäre sehr schön, wenn du jetzt den Fernseher zu Hause ausmachen könntest.
Gerne. Nein, schön, ja. Schöne Grüße an Schatzi. Die ist schöne ganz Grüße toll. An Schatzi, ja. Ne? Das ist super, Schatzi. So, jetzt, ja Schatzi. Aber mal ganz ohne Quatsch. Das ja. Sieht so aus, als wenn du das schon häufiger getragen hättest. Ja. Warst du oft am Oktoberfest? Sieht das so benutzt aus, oder was? Nee, passt so herrlich. Bist du oft am Oktoberfest oder nee, kommst du vielleicht nee, sogar gar von nicht. Da? Also ich bin in München groß geworden und habe das geliebt als Kind. Nur mittlerweile wird mir da echt zu viel gesoffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so als Frau im Dirndl, das ist ja dann auch so ein bisschen alles hochgeschraubt und so weiter und so fort. Und wenn dann so die Besoffenen einen direkt ins Dekolleté fallen, ist das ein bisschen anstrengend auf Dauer, muss ich leider sagen. Ich liebte das Oktoberfest, die Wiesen, wie wir Bayern sagen. Aber du gehst nicht mehr hin? Nee, ist mittlerweile nicht mehr so gerne. Würdest du denn mit mir da noch mal hingehen? Ich weiß nicht, ob das ungefährlicher ist, Horst. So, sag mal, Ruth. Johann, du bist doch auch ständig da. Ja, und dir gefällt's ja so gut. Sie sagt, sie geht nicht mehr, weil da so viel gesoffen wird. Wieso säufst du so viel? Er muss ja unglaublich dann viel trinken, ne? Falsch. Ja. Ich kann dir nur sagen, einmal im Jahr Oktoberfest ist Pflicht. Nette Menschen, tolle Stimmung, gutes Essen und einfach mal Spaß haben. Wie viel Maß schaffst du, Johann? Komm, sag also, mal. Der Ministerpräsident hat mir gesagt, nach der dritten Maß kann man noch Auto fahren. Das würde ich nicht empfehlen. Und das war der Ministerpräsident. Das war der Ministerpräsident. Das war damals. Wer also, war das damals? Nicht, nicht zum Nachmachen. Ich sag mal, Horst, ja. Zwei Maß am Abend schaffst du doch, oder? Zwei, ja, ich weiß ja nicht, wie viel da drin ist. Ja, Liter. Naja, das wird ja immer diskutiert, ob da wirklich ein Liter ist. Ist da ein Liter drin? Ach, mir rutscht mein Dekolleté runter. Passt nicht. Sag mal, Horst. Deine Mauer-Dekolleté? Ja, ich wollte gerade sagen, bei dir hält die Hose nicht mehr. Ja, Johann, guck, was ich abgenommen habe, seitdem ich mir alles größer kaufe als vorher. Ja? Ja. So. Ich habe jetzt erstmal die Schweinshaxen ausgelöst, den Knochen raus, habe die kurz angebraten. Ja, das ist die hier. Jetzt machen wir dann erstmal dann in diesen. Johann, jetzt mal ganz ohne Quatsch. Kriegst du die gar in der Sendung? Ja, selbstverständlich. Original die da? Ja, klar. Ja? Du löst mich doch ein bisschen an, oder? Wieso das denn? Warte mal, ich markiere die jetzt mal. Ja? Das will ich doch sehen, ob so die nachher... Wenn das Stück da reinpasst, dann war es die gleiche. Also, eine zarte bayerische Schweinshaxe dauert nur eine halbe Stunde. Wir machen einen Schweinshax-Puzzle nachher. Da bin ich mal gespannt. So. Also, Lauch kommt rein, Ingwer. Dann geben wir rein viel Knoblauch. In die Schweinshaxe. In den Sud. Wie weit bist du denn, mein Schatz? Dann so ein etwas Sojasauce. Mach den bisschen. Sag mal, wem hört eigentlich dieser Topf hier, Johann? Der Topf ist für die Weißwürste. Ich habe nämlich mir vorgenommen, dass die Ruth heute für unser ganzes Publikum Weißwürste macht. Würde ich sagen, Ruth. Jemand, der nicht auf Oktoberfest geht, muss wenigstens für das Publikum was machen. Verstehst du? Ruth, mach mal Weißwürste. Das ist auch super, oder? Ja, nicht, ehrlich. Nicht ohne meinen Horst. Nein, schon her, kann ich denn die Pilze ist, alleine her, lassen? Ist alles da. Komm ja, her. Hier. Ich geh du schon mal dahin. Du hier, guck mal. Ich achte drauf. Du bist von der Dame. Sag mal, Franzis. Ich kurbel. Nein, nein, ich kurbel. Du. Ich nein. Du musst. Komm her. Vor allem, wie geht denn das? Du musst drehen hinten. Warte, ich komme sofort wieder. Ich lege das mal gerade aus der Hand hier. Ich komme, Moment. Oh Gott. Aber der Darm steckt. Mach, dreh. So, jetzt einmal umdrehen. Nächste.
Also, meine Damen und Herren, da kann man sagen, was man will, aber wenn einer mit einem Würstchen in der Hand umgehen kann, dann Johann. Mein lieber Herr Gesangsverein. Bin ich zu schnell? Ja, ne? Mach langsam. Guck mal her, das sind ja schon mal schöne Weißwürste hier. Guck mal da. Hey. Ja, hallo. Ganz toll aus. So, komm. Mach einfach so 100 Stück jetzt, ja? 100. Ja. Ja. Wie, alleine? Ja, sehr nee, für jeden 100. So. Ich pass dann hier in der Zwischenzeit auf. Du schaffst das. Kommen Sie mal her und drehen hier mal mit hier. Das kann ich, also ja. So, Sie drehen. Uah. Oh, ist das eklig. Hallo, junger Mann. Dreh weiter. Ja. Gib mir die andere Hand. Pass auf hier. Ich bin doch auch, sag mal, so wie du aussiehst, bist du doch Metzger. Du kannst halt doch, oder? Bis hier. Ja, ne? Bist du Metzger? Nee. Nee. Koch? Nein. Bäcker? Nein. Kochprofi? Nein. Soldat. Soldat. Deswegen ist er gleich so still gestanden. Mach schneller, guck mal, wie groß die Wurst wird hier. Mach mal langsamer. Oh Gott. Normalerweise ist der Soldat an der Gulaschkanone. Ja. Wie alles hier. So eklig. Das sieht aber sehr lecker aus, was du da machst. Ich passe mal hier noch schnell auf. So, jetzt hier. Wenn man überlegt, meine Damen und Herren, dass Ruth Moschner Vegetarierin ist, dafür macht sie es sehr gut, ne? Oh. Ist das? Das war's. Oh, der Darm ist abgerissen. Wie das war's. Da muss das doch jetzt wieder drauf. Ruth! Ja, was? Kümmere dich um deine. Ja. So. Deine Pilzsuppe, ich brauche dich. Ja, mach ich selbstverständlich. Ich würde jetzt eine Weißwurst-Pilzsuppe. Guck mal, was ich hier mache. Guck mal, Ruth. Nur damit du es mal gesehen hast. Ich habe wunderbare Weißkohlblätter kurz blanchiert, habe die Strünke rausgeschnitten. Dann habe ich gehacktes, halb und halb, schön mit Thymian, mit Oregano, mit frischem Kümmel, Salz, Pfeffer, Ei, eine Brötchen, welche ich getrocknet habe, eingeweicht habe, schön zu einer Hackmasse. Die wird schön reingefüllt, dann kommt außen noch Speck drumherum gewickelt. Die werden angebraten und hier habe ich schon Weißkraut drin. Das wird nachher schön mit Zucker noch karamellisiert. Dann kommt Brühe drauf und ein wunderbarer Kalbsfond. Und da muss das Ganze ziehen. Wasch mir mal die Weißwurst. Wasch dir mal die Hände. Übrigens, Johann, zwischendurch habe ich auch schon mal Wasser aufgesetzt, weil die Weißwürste werden echt gekocht, damit unsere Gäste hier nachher was zu essen haben. Ja klar, sicher, unbedingt. Aber die dürfen doch gar nicht gekocht werden, die müssen noch ziehen. Ja, die werden gebrüht, aber das Wasser muss schon warm sein. Aber das kenne ich ja noch von Paul Panzer. Kennst du den Unterschied zwischen... Der Wurstfinger. Eklig, oder? Ja, das Parfum heißt Distance 20. Schön, schön langsam gar ziehen lassen. Normalerweise muss ich nur leicht einstechen da, gell? Ja, dann stechst du doch ein, Johann. Nee, keine Zeit jetzt. So. Ich mach Knödel jetzt. Schöne Knödel mit Brot. Francis, was suchst du? Suchst du irgendwas? Ich wollte nur mal schauen, wie du so, kann Francis, ich helfen? Francis macht gerade die Weißbiermasse fürs Parfait. Ja. Weißbier, sag mal selber. Weißbier, also drei Eier trennen oder mehrere, je nachdem, wie viel man kocht. Dann Puderzucker, Vanillezucker und Weißbier. Ein gutes Weißbier. Deiner Wahl. Und ja, das schlägt man auf, bis es eine sahnige Masse ist. Heiß aufschlagen jetzt. Heiß aufschlagen, genau. Dann kommt ein Eischnee drunter und ein bisschen Gelatine, dann wird das Ganze kalt geschlagen. Genau. Und dann tun wir es hier in eine Form. Extreme Temperatur hier zurück. Wird es gekühlt. Genau. Ja, sauber. Ja. Ist das eigentlich ein Liter jetzt? Fünf Jahre, oder? Ja, ist ein Liter. Ich glaube, die Marke ist irgendwo da. Das ist sehr großzügig eingeschenkt. Warte, wir trinken jetzt sofort an. So. Aber es hat ein Kölner eingeschenkt. Das ist ohne Schaum. Wir geben immer richtig was. So, und wer von euch geht auch noch auf die Wiesen außer der Johann und ich? Ja, Johann. Warst du schon mal da? Nee, ich war noch nicht da. Also der Schlachthof ist die Krüge! Oh! Die Krüge! Oh! Aber jetzt auch Ex, wie immer! Los! Los, los, los!
Nicht schlecht. Mehl. Ich würde noch ein bisschen Mehlschwitze reinmachen, weil das ist, glaube ich, zu wenig, ne? Ja, Schatz, die Mehlschwitze kann man nicht nachher reinmachen. Man schwitzt das Mehl vorher. Ja, ich weiß, aber man kann doch noch im Nachhinein. Guck mal, wie das guckt der hin. Hast du jetzt mein Essen versaut? Hast du mein Essen versaut? Du kannst nicht. Ich stehe die ganze Zeit hier. Am Saufen und am Wickeln. Ich muss hier Würste nebenbei machen, trinken. Ich unterdrücke mir jeden Gag, habe mich bis jetzt aus der Sendung komplett rausgezogen, weil ich einmal was in meinem Leben hier fertig kriege und du versaust mein Essen. Du hast doch nie was fertig bekommen. Johann, ich wollte aber so gerne. Jetzt habe ich sogar vergessen, die Krautwickeln zu wickeln. Ja, da kann ich aber nichts für. Die halten auch so. Dafür habe ich meinen Ehering wieder gefunden. So. Also. In der Weißwurst. So. Pass auf, jetzt machen wir hier schöne Deckelchen drüber. Und lassen die Dinger ziehen, weil die brauchen jetzt eine halbe Stunde. So lange ist die Sendung gar nicht mehr. Doch. Mein Gott, im Himmel, nee. So, Johann, ich bin fertig, ich kann anrichten. Jetzt hab ich Zeit für Blödsinn zu machen, mein Herr Lafer. Wie weit sind Sie denn drüben? Der Francis hätten Sie mal keine Würstchen gemacht, ne? Der Francis hat gerade Karamellbonbons, die gibt's so, es gibt so braune zu kaufen, weißt du, diese Bonbons, die braunen da, die lutscht ab und zu mal. Ach so. Fein gemahlen. Die von Opa. Und das jetzt Hopfen. Das jetzt Hopfen, ja, Hopfen getrocknet, wird jetzt da drauf gestreut, schön verteilt, nochmal gleichmäßig und dann in den Backofen schmilzt, ja? Alles klar. Sag mal, Francis. Horst. Du hast ja eben so einen Jauler losgelassen. Man hat ja das Gefühl, du kommst echt aus Bayern, ne? Ja, der ist in München geboren, hallo? Freilich, ja. Ich bin ein gebürtiger Münchner. Weißt du, was ich toll finde, dass du so einen typisch bayerischen Namen trägst? Ja. Du sagst immer, ich bin ein bayerischer Engländer. Ein bayerischer Engländer? Ja. Genau, das gibt's auch. Ja, aber jetzt frage ich mich echt, wie kommt so ein Name zustande? Ich frage mich gerade, wo das Salz ist. Salz? Mittle? Ah, das ist Salz! Weiß. Und nicht süß, wenn man es auf der Zunge hat. Das ist so. Meine Mutter hat mir immer gesagt, vor den weißen Dingen beim Fernsehen immer einen großen Bogen machen. Wer hat die bezahlt? Ja, einmal streng ich mich an und die macht mir mein Essen kaputt. Was denn? Das schmeckt total lecker. Hast du ihn schon probiert? Ja. Und deswegen salze ich jetzt nach. Und wieso sagst du mein Essen? Du hast noch keinen. Du hast vielleicht einmal die Pilze umgerührt, sonst habe ich alles alleine gemacht. Pfeffer? Habe ich schon drin. Ich habe jetzt bei Lanz Koch den Sensationsspruch gehört. Einer meiner Kollegen hat gesagt, schön, dass du das dem Zuschauer zeigst, wie man es nicht machen soll. Schneebesen? Komm mal hier. Also jetzt mal ganz ohne Quatsch, dafür, dass das so schief gelaufen ist, schmeckt er besser, wie ich gedacht habe. Ja. Also es schmeckt sogar besser, als wenn man es richtig gemacht hätte. Lass das jetzt ein bisschen schön einreduzieren. Ja. Hast du den Weißwein drin? Ja, selbstverständlich. Die Hälfte habe ich allerdings getrunken, wie du gesagt hast. Ja. Nur nachher, wenn sagst du mir, wie du das gemacht hast, dann kann ich das Rezept noch ändern für den Fernsehen. Weil dann ist ja ein bisschen Weißwurst. Johann, für dich würde ich Weizenfelder anbauen. Mehl bitte, Mehl. Das ist Mehl. Das ist Mehl. Okay, vielen Dank. Ich hab schon Mehl, danke. Sag doch nur was, Johann. So, die Knödel halten nämlich nicht. Die Knödel halten nicht? Ja, die müssen richtig. Da haben wir beide kein Problem mit, ne? Die halten. Ne? Johann, die müssen nur aus dem richtigen Material gemacht sein. So, da bin ich froh, dass ich die Krautwickeln jetzt drin habe. Das Süppchen ist am Kochen. Die Pilze, die haben auch den richtigen Biss, dass man den nachher noch drauf tun kann. Lass mich mal probieren. Super. Die haben einen super Biss. Und das hier nochmal drüber streuen, gell? So, was du jetzt noch machen müsstest, wäre den Speck in feine Streifen schneiden. Okay, sehr gerne. Weil das müssen wir gleich anbraten mit diesen wunderbaren Weißbrotwürfelchen. Auch in Butter natürlich. Ich tue mal das Deckelchen weg. Wie den Speck in Butter anbraten. Herrlich. Ja, wo drin denn sonst? In Sahne brät das nicht. Nee, Butter. Okay. Butter hilft. Nee, finde ich super.
Sag mal, Johann, wie lange müssen die Würste eigentlich in diesem Wasser rumliegen? Ja, die dauern noch. Nicht zu heiß, sonst platzen die auf da. Ja, wie nicht zu heiß? Nicht zu heiß. In kaltem Wasser stehen lassen. Genau. Nein, jetzt hör doch auf. Weißt du, weil ich nehme die mit nach Hause und dann kriegst du die im Hotel schön in die Badewanne reingelegt, du. Ja? So. Cool. Ach, das hat er wieder alles. Ich brauche noch mehr Mehl, bitte. Mehl. Noch mehr Mehl, Johann? Gibt's nicht. Besorg mir den Mehl. Gerne, Johann. Mehl. Bin ich dein Sherpa oder was? Muss ich jetzt für dich Mehl besorgen gehen? Hier ja. Ist Mehl. Guck hier, Johann. In meiner Küche ist nichts fake. Guck mal. Nee, komm du kriegst jetzt mein Mehl. Nein. Komm mal hier. Was? Bleib hier. Guck mal hier. Hast du schon mal gesehen? Hast du mal gesehen, welche Assistentin mir das Mehl bringen? Meine Assistentin, nicht deine Assistentin. So, wo hing das denn jetzt? Ich glaube, er wollte das Mehl nur. Ich glaube, ich habe die Schraube mit aus der Wand gezogen. Franz, ist alles gut? Ja. Guck mal, der Franzis macht hier einen guten Job, der arbeitet wenigstens. Verstehst du? Ja, hallo? Meine Ruth ist auch hervorragend am Arbeiten. Ja. Sachen. Sag mal, Ruth, jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn man in Oktoberfest in so ein Zelt rein möchte, habe ich gehört, da kommt nicht jeder in jedes Zelt rein. Ja. Wie kommt man denn in das Zelt dann rein, wo man da rein müsste, wenn es denn wichtig wäre? Also der Trick ist, glaube ich, relativ früh da zu sein. Also mittlerweile sind die Zelte, glaube ich, um 13 Uhr schon bumsvoll. Und, ach, dann machen die da auch noch. Danach hat sich ja gar nicht gefragt. Ne, Johann, jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe gehört, du hast übrigens Knödel am Bart hängen. Macht nichts. Sag mal, Herzchen, auf welcher Herdplatte soll ich denn den Speck anspecken? Weil wie heißt das doch, Herzchen? Johann, aber mit dem Knödel, das stimmt schon, ne? Er hört ja nicht auf mich. Er glaubt, egal, ich aber weißt du, was mir mal einfällt, wenn ich den Horst mit seinem Hut sehe? Was? Das ist K. Limero mit Sombrero. Ich dachte da mehr an den Kollegen von Heidi. Aber so, pass auf, du räumst einfach hier alles von der Herdplatte runter. Dann stellst du die Suppe nach hinten, machst eine weitere Platte an, weil so ein Herd hat mehrere zur freien Verfügung. So, und dann stellst du da das Fännchen drauf. Gibst dem Herd wieder Temperatur. Tust ein wenig Bütterchen ins Händchen. So, probieren lassen. Dann muss man so, also zum Bütterchen. Ich habe jetzt meine Schweinshaxen im Ofen, die ist bald fertig. Schwätzer! Guck mal! Was, komm her! Komm her! Moment, Johann! Hier habe ich mein Puzzlestück. Wow. Schau her! Applaus! Schau her! Schau dir den an hier! Hallo! Komm, zeig mal hier die Schweinsachse. Zeig mal die Schweinsachse. Jetzt guck mal hin hier. Die ist wirklich super geworden. Guck mal hin. Ja, die ist wirklich super geworden, Johann. Aber wo passt dein Eckchen hin? Weißt du? Ja, da müssen sie jetzt neu rausschneiden, um einzusetzen. Wenn die Haxe zu heiß wird, dann schrumpft die. Und hier ist sie auch geschrumpft. Das hat sich, weißt du, wie Lifting, zusammengeschrumpft. Oh, das kenne ich aus der Sauna bei dir. Ach nee. So, pass auf, da lassen wir jetzt schön hier. Also die Weißwürste werden wirklich was, meine Damen und Herren. Die werden nachher verteilt. So, und zwar unter den Kameraleuten. Ich probiere mal gerade hier mein Sößchen. Löffelchen. So, was Sie alle nicht mitbekommen haben, ist, als eben dieser Blödsinn anfing in der Sendung, weil ich hier mal locht habe. Ja, das hat keiner gesehen. Ja, als du da vorne mit Johann eine Würste rumgegrabbelt hast. Hab ich ja. Oh, das war lecker. Ich denke nur an dein Publikum. Und ich nur an das gute Essen. Mach dich schon mal einen Löffel, da musst du probieren. Und das ist noch nicht mal fertig.
wie jetzt schon das Sößchen schmeckt. Nee, für Johann hör das. Warte mal. Johann, probier mal. Und sag mal, gut schmeckt. Ja, es ist total lecker. Irre. Der schmeckt wie früher so eine aufgewärmte Krautsuppe. Penner. Übrigens was, stimmt das Sprichwort, dass alles richtig, wenn man sagt, die Knödel schwimmen oben, bis sie fertig sind, stimmt das? Ja. Also eigentlich sollte es stimmen. Stimmt nicht. Wie stimmt nicht? Das hat was damit zu tun, wie man die Hitze temperiert. Weil ist da im kalten Wasser schwimmen Knödel. In der Masse entstehen ja Gase und wenn man die zu schnell entweichen lässt, dann schwimmen die Knödel sofort oben, sind roh. Guck mal, die schwimmen jetzt oben, sind noch roh. Das heißt, die müssen ganz langsam ziehen und dann gehen sie nach oben. Okay. Hat nichts damit zu tun, schnell gehen. Okay. Ein Prosit auf die Knödel. So, jetzt. Okay, also, das muss ich sagen. Wusstest du, dass Klöße Gase haben? Gase? Ja, was? Die entweichen. Was? Komm mal her, bitte. Ja, Johann. Probier mal bitte jetzt mal ohne Witz, probier mal diesen Weißbierschaum. Probier mal den jetzt. Weißbierschaum. Da kommt noch Eiweiß rein, ist schon drin? Nein, das kommt jetzt rein. Eiweiß unterheben und dann abfüllen, fertig. Bitte. Probier mal, Weißbierschaum. Also schön Weißbier, könnte ich noch einen Korn dabei haben. Das ist ja wieder ein Herrengedeck bei uns. Ja. Ganz ehrlich jetzt. Wie so eine alte Krautsuppe. Oh, das hat tief gesessen. So, Horst, guck mal hier. Johann. Das jetzt hier. Ach, ist halt auch schon fertig. Der Zucker geschmolzen. Mit dem Hopfen oben drauf. Und der ist jetzt, den lassen wir jetzt schön stehen. Dann schneiden wir den hier, siehst du? So. Was schneidest du da? Wir warten noch ein bisschen, bis es an. Und dann schneiden wir auch so eine Ecke. Mm. Und dann tun wir das Parfait-Schichten mit Krokant. Sieht aus wie Haschkekse. Komm, Francis. Sag mal, ich glaube, ich gehe doch mal mit dir auf die Wiese. Oh! Die Krüge! Oh! Sei es, Schatz. So. So, sehr schön. Machen die das im Zelt ständig? Ja, freilich. Darf man da schießen? Ich mach's schön knusprig hier, ne? So, jetzt kommt da rein in die Masse, kommt rein das Eiweiß. Genau. Unterheben und dann einfrieren, ja? Schön. Hier kannst du auch Trägerfallen rein. Mhm. Jetzt du auch. Aber ich bin doch schon. So, jetzt darfst du die Suppe. Darf ich das jetzt mal pürieren? Ja, genau. Endlich. Das kümmerst du dich dann mal oder stellen wir das schon hier zur Seite? Nee, das stellen wir einfach auf dem Tellerchen drauf. Ich freue mich. Weil kommt ja nachher zur Dekoration auf die Suppe. Zur Dekoration. Zur Decoration. So. Die Schwarzen suchst du dann gleich raus, ja? Mhm. Das wäre ganz lieb. Weil die Schwarzen sind von der Farbe her falsch. Ich dachte, ich biete einfach mal was an. Ja, es sind Fehlfarben, was du da hast. So, jetzt nimm mal das Zauberstäbchen und guck mal, ob es das weich kriegst. Ich hab nichts gesagt. Ich auch nicht. Oh. Und ich hab wirklich nichts gesagt. Nein. Johann, soll ich deine Messer spülen, wenn du mir die mal hier rüberlegst, oder was? Also ich muss euch sagen, ich bin mit meinem Essen heute sehr zufrieden. Sehr. Oh. Und ich bin... Ich bin mit meinem Gast sehr zufrieden, denn mein Gast heute ist einer der besten Köche, den ich je hier hatte. Ja? Tja.
Merkst du, was der Herr Lafer sich einschleimen kann? Ich habe selten jemanden erlebt, der sich selber dermaßen belobigen kann wie er. Er ist so zufrieden mit seinem Essen. Wenn wir anfangen würden, wie zufrieden wir mit unserem Essen sind. Das sieht aus wie schon mal gegessen. Das ist auch schön. Mal was anderes. Nein? Ich liebe diese Frauen, die ehrlich sind. Ja, aber sie hat's gemacht. Ja, weil du mir nicht geholfen hast. Ich bin raus aus der Nummer da. So, ist gut. Umfüllen jetzt. Das sieht aber wirklich jetzt sehr spannend aus. Ach, jetzt weiß ich ja warum. Da ist die Sahne noch nicht drin. Ja, das kommt alles jetzt noch rein. Mach mal Sahne rein. So. Mehr Sahne. Mehr Sahne. Du spinnst. Mach alles rein, Hauptsache die Farbe ändert sich. Ich hätte noch einen Das musst du einmal live gesehen haben, das kannst du nicht vorstellen. Guck mal hier. Letztes Mal hatte ich keine Sahne, aber ein Eimer Weißwein reingekippt. Wo ist meine Suppe? Johann hat die gezeigt. So, das ist ein Freund, sag ich dir. Ja, jetzt mixe mal auf, damit die eine andere Farbe kriegt. Die sind richtig geil. Guck mal, wie toll die würden. Siehst du? Hallo. Wem hat er die gezeigt? Wer war da? Nee, das kommt der Herz drauf. Das kommt erst rein. Wer war da? Gleich hierher kommen. Wer war da? Eine Top-Suppe jetzt. Sie war's. Komm mit, Kind. Ja. Super, oder? Ja, jetzt ist auch so. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen, das ist Johann Lafers Enkeltochter. Wie heißt du? Inga. Inga. Inga, du kriegst nach der Sendung kriegst du jetzt einen Löffel. Und? Ja, es fehlt noch Salz. Du hast ja jetzt ein halbes Kilo Sahne. Inga, halt mal das Ding fest, ja? Du brauchst ja jetzt erstmal nicht reden. Halt den Stab mal fest. So. Tu einfach mal so, als wenn du jetzt interessiert wärst. Das ist ganz toll hier, so Suppe. Das ist Sahnesuppe. So. Da kommt übrigens noch Creme Fraiche rein. Ja, ich freue mich. Mal was Leichtes. So, jetzt dürfen Sie probieren. Pass auf, kannst du das Mikrofon mal kurz da vorne ins Publikum bringen? Ja? Setz dich da vorne wieder hin, hältst das schön fest. Doch. Weißt du, dass man nicht drin ist? Und? Hallo? Hast du dieses Inga, du musst da rein. Sehr lecker. Sehr lecker. Komm, ich bring's wieder zurück, Kind. Komm, danke dir. Verrate, gell? Ja. Größer. Echt? Ja, größer. Warum? Tja. So. Ich mach hier ein bisschen. Ich mach hier nur eine Muskatnuss rein. Mir ist die ganze Nuss reingefallen. Geht's rausnehmen? Die Folie? Ja, macht nichts. Wir lassen Johann nachher probieren. Alles rausnehmen. Johann, möchtest du die Suppe probieren? Weil so eine Muskatnuss soll ja Hai machen, ne? Oh, weißt Gott. Du was, wir sagen einfach, es sind Markklößchen. Lass drinne. Können wir immer noch sagen, haben wir selber gemacht. Das ist das jetzt. Bier. Ja. Also Johann, ich muss ehrlich sagen, also Oktoberfest, ob dazu das Richtige ist, ich würde ja sehr gerne mal hin. Seit wie vielen Jahren fährst du da hin? Herr Lafer. Ich habe Geburtstag beim Oktoberfest. Du hast beim Oktoberfest, dann machst du aber eine verdammt große Party da. Cool. Jetzt weiß ich, warum du mich noch nie eingeladen hast zum Geburtstag. Du möchtest das lieber unter Freunden feiern. Wie viel kommen da hin? 7 Millionen Menschen, glaube ich. Komm mal her. Ne? Passt, nicht so viel. Schau her. Jetzt haben wir hier ganz tolle Schichten von Krokant. Ja. Komm mal her. Kannst die ablösen so, hier oben drauflegen. Siehst du so? Zwiebelchen rein. Ja? Genug. Danke. Wir sind jetzt ruhig. Ja, eben. So, jetzt machst du noch Früchte oben drauf, schöne. Mhm. Komm mal, so schöne Früchte drauf und dann den Teller schön verzieren, ja? Ja, gut. Das sieht aber sehr schön aus, Johann. Ja, sind das die gleichen Dinger wie eben? Das ist jetzt Hopfenkrokant. Also einfach diese Karamellbonbons, die könnt ihr alle kaufen. Die fangen mit W an und dann kann man die da schön. Das ist da. Ey, würde. So, das hier. Sind doch die Bonbons, wo der Opa seinen Enkel am Schoß hat, ne? Das weiß ich nicht. Ich mache jetzt das Creme Fraiche noch rein, ne? Du machst noch Creme Fraiche rein? Ja. Obwohl, kann ich schon mal probieren hier. Weißbier-Buffet. Schmeckt wirklich klasse. Rumgeben, essen. Und die überall kommen hier.
Du kannst schon rein tun. Okay. Ich meine, ich finde ja sehr süß, dass Johann extra so einen kleinen Löffel gegeben hat. Ne? Nur mal, damit Sie sehen, meine Damen und Herren, Johann ist immer bei der Sache. Ne? Den. Ne? So. So. So, ich mach mal Mund auf. Schön weitergeben, ne? So, wenn Sie den Löffel schön ablutschen, dann merkt keiner, dass er schon benutzt war. Was meinst du, was wir Post kriegen? Das wird Horror. Hier, bitteschön. So. So. Jetzt kommt der große Moment, der schönste immer, wenn man so einen Braten anschneidet, ob der schön kross ist. Ja, der muss ja schön knacken. Ja, Johann, da der schon gestern vorgebraten worden ist, kann der ja nur knacken. Nix, nix, nix. Komm her. Mm. Komm her, schön her. Oh. Richtig hier. Hört mal genau hin. Wunderschön. Sehr schön. So, Ruth, jetzt probier mal bitte hier. Hier ist ein Löffel. Ein richtiger Soße schöner für die Krautwickeln. Lecker. Guck mal, Francis. Fantastisch. Fantastisch, auf oder? Den so, ich auf den Punkt. Jemand, der sehr ehrlich ist. So. Sehr ehrlich und kochkompetent. Deswegen frage ich Johann. Du da oben? Nervt mir eigentlich, hier zum Tür eins runter. Dann haben wir noch. Doch, sehr gut. Ehrlich? So, wir machen jetzt da unten drunter die Soße eingekocht mit ganz wenig. So, meine Soße ist fertig. Die Tomaten Suppe ist fertig. Und Koriander. Schön flüssig. Wollen wir anrichten? So, ganz langsam. Dazu die Knödel. Hier hast du einen und obendrauf den schön saftigen Schweinsbraten. Guck mal hier. Besorg dir einen schönen Löffel. Schweinshaxe kross gebraten mit Knödel und das Ganze asiatisch, meine Damen und Herren. So. Guck mal hier. Francis, willst du das essen? Du, das schmeckt super schon aus. Der Johann ist weltoffen. Asiatische Schweine, ja, ja. Das ist schon toll. Und daneben von Francis Fools Smith ein wunderbares Dessert, ja. Und zwar Weißbier-Buffet. Guck mal da. Zeig mal beides den Zuschauern hier, guck mal. Wunderschön mit Hopfenkrokant. Ich muss wirklich sagen, Francis, du bist großartig. Zum Wohl. Doch. Sehr schön. Danke dir. Große Freude, mit dir zu kochen. So, guck mal die Knödel, kann man mal zeigen. Francis, Johann, hast du einen Knödel übrig? Nein, jetzt guck mal her. Horst, hast du einen her. Übrig? Komm bitte mal her. Ja. Der Knödel ist total. Hast du einen Knödel übrig? Ja, zwei. Gib mir mal einen ganzen. Guck mal hier, schon her. Francis, gib ganz mir mal einen Knödel saftig, von Johann. Locker, probier. Saftig. Der gibt mir doch zum Verrecken keinen Knödel. Francis, probier. Ja, probier. Weil der passt nämlich so herrlich zu meinem Essen. So. Johann, der Knödel ist super. Aber wenn du jetzt nur ein bisschen an Ingwer nicht hast, dann ist er hervorragend. Johann, möchtest du meinen Knödel mal probieren? Also ich habe hier Knödel gemacht, die sind ein Träumchen. Vor allen Dingen musst du die. Die hast du echt gut gemacht. Weißt du eigentlich, Johann, dass Knödel nicht erst hochschwimmen, wenn die gar sind? Weil die haben Gase und die bleiben relativ lange oben, bis die dann runtergehen, wenn die dann. Oder so ähnlich. So. Aber der Knödel ist wirklich. Super. Also, es gibt Momente, wo der Koch sein Essen selber nicht essen kann, deswegen kriegt er heute einen Weißwurst. So, Wurst. Ein bisschen Salz fehlt, okay? Ein bisschen Salz. Nein, ich finde das super. Ehrlich. Na, okay, ein bisschen Salz. Nein, ich muss sagen, das zusammen mit der Schwammelsuppe ist perfekt. Sehr witzig. Weil da ist ein bisschen zu viel. Die habe ich noch gar nicht probiert. Ja. Ich durfte ja nicht. Jetzt mache ich jetzt einfach hier. Die ist total lecker geworden. So, hast dein Essen. Warum hast du die Suppe denn mit Algen gekocht? Komm, nimm mal deine Suppe mit. Probier mal und die Würste verteile ich jetzt ans Publikum. Ich muss die probieren. Probier her. Schon, oder? So.
Hör mal, pass auf, was du sagst, ja? Festhalten hier. Also Horst. Ja, Johann? Moment, ich verteile gerade die Würste hier. Ja, nimm mal die Hand, da hast du mal was Heißes. So. So. Guten Appetit. Ich finde die Suppe super. Also Horst, ich muss sagen, deine Bildsuppe ist der Beweis. Sei vorsichtig, Alter. Sei vorsichtig. Ja, also ganz ohne Scheiß, ich finde die Pilzsuppe sehr lecker. Deine Pilzsuppe ist der Beweis, dass gutes Essen nicht immer gut aussehen muss. So, komm, setz dich hin, Ruth. Setz dich hin, nimm Platz. Und? Möchtest du etwas Gutes essen oder möchtest du das essen? Bitte? Bitte. Hier, Johann. Pilzsuppe, ja. Kein Diese Grund. Pilzsuppe ist ein Träumchen. Bitte sehr. So, Bierkrug. Oh, mein Bier, stimmt. Bierkrug, nimm mit. Du, oh Gott, man kommt auf den Stühlen gar nicht mehr raus. Warte, ich hol dein Bier. Guck mal da, die haben sogar einen Krug für mich. So, Horst, komm. Ja. Oh, ist das eine Rentnertasse oder was? Nee, das ist eine Schnäuzertasse. Guck mal, da passt der Schnäuzer rein. Oh, nee, wie süß ist das? Ja. So, und ich würde sagen, meine Damen und Herren, ein Oktoberfest, wenn das so ist wie hier in Hamburg, dann möchte ich nicht hin, aber ich möchte sehr gerne mal ins echte Oktoberfest. Sammeln Sie für meine Hose. Prost! Prost! Ich muss sagen, Horst, ich möchte aufs Oktoberfest, aber ich möchte dann was essen, was du nicht gekocht hast. Tschüss, bis nächsten Samstag. Nächste Woche Samstag haben wir unsere 150. Sendung. Und gucken Sie mal nach, ob dann Johann noch lebt oder nicht. Ne? Super, ja, schön, oder?